Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich freue mich wie Bolle, denn ich darf euch jetzt zum, ich glaube, dritten Mal die Warna-Box zeigen. Es gibt jetzt ab heute, wo ihr dieses Video seht, gibt es wieder die Warna-Box zu kaufen. Die Warna-Box ja erscheint, ich weiß gar nicht, ob sie so in regelmäßigen Abständen erscheint. Es ist auf jeden Fall keine Abo-Box. Die haben immer unterschiedliche Themen. Und zwar ist das halt eine Box von Stylevana. Stylevana kennt ihr mittlerweile alle, denke ich mal. Koreanische Hautpflege oder auch Make-up und so weiter. Und ich halte sie sogar die ganze Zeit verkehrt rum. So. Die Warna-Box hat halt im Prinzip ja immer manchmal Themen. Ich habe euch ja schon mal die Sonnenschutzbox gezeigt. Und aber meistens ist das, so wie beim letzten Mal auch, ein ganz, ganz toller Mix. Oft eine komplette Hautpflegeroutine. Mit Produkten aus der koreanischen Hautpflegewelt. Und es gibt einfach so unfassbar viele Produkte in dem Online-Shop, dass man da echt manchmal total überfordert sein kann. Und dafür finde ich diese Warna-Boxen unfassbar gut. Ja, also die bieten schon eine super tolle Auswahl. Man kann dann einfach mal Produkte ausprobieren. Und man hat aber auch eine immense Preisersparnis im Vergleich, wenn man die Produkte sich einzeln kaufen würde. Und ich habe ja auch noch einen Rabattcode, der darauf gilt, das ist immer der gleiche, also der gilt auf die Box, der gilt auf den gesamten Online-Shop. Da bekommt ihr eigentlich immer so 15, manchmal aber auch mehr Prozent Rabatt. Auf die Box war es in letzter Zeit immer 15%. Es war wohl so, dass es beim letzten Mal so einen Tag, glaube ich, gedauert hat, dass der Code irgendwie nicht ging. Dann ging aber, lasst euch das auf keinen Fall entgehen, ja. Wie gesagt, die Box ist unten in der Infobox verlinkt und ich habe jetzt zum ersten Mal, ich habe noch nicht reingeschaut, denn ich wollte das diesmal heute mit euch so machen, dass ich mich auch überraschen lasse und nicht vorher schaue. Ich habe mir aber zumindest die E-Mail von Stylevana parat gelegt, wo ich weiß, dass sie die Links zu den Produkten drin haben. Falls ich was nachschauen möchte, kann ich das nachschauen, aber ich möchte jetzt wirklich euch zeigen, wie die dann auch bei euch ankommt. Also, die machen wir so auf. Ist auch eine schöne, stabile Box, wo man hinterher auch was drin verwahren kann. Und dann haben wir hier, hier klebt einmal der. Das kommt immer wunderbar geschützt an. Also ich habe noch nie gehabt, dass mir irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Das Schöne bei der Warna-Box, schaut mal, da habt ihr immer so die Hautpflegeroutine für morgens und abends immer schon drin. Das finde ich ist besonders so für Anfänger perfekt, wenn man sich so an die koreanische Hautpflegeroutine vielleicht mal rantasten möchte und weiß nicht, wann benutze ich denn was, so am besten in welcher Reihenfolge, habt ihr das halt hier für morgens und für abends einmal so einen kompletten Tag da drin. Richtig, richtig toll. So, und dann schauen wir mal. Und es ist meistens, dass da wirklich wundervolle Marken drin enthalten sind. So, habt ihr hier ein schönes Päckchen drin. Wie gesagt, die Box ist auch super stabil. Kann man halt, wie gesagt, perfekt auch immer noch als Versandkarton oder um Dinge da drin aufzubewahren, immer noch weiterverwenden. Und jetzt haben wir hier wunderbar geschützt eingepackt. So, wir haben in dieser Warna-Box, da ist auch noch eins, 6 Produkte haben wir hier drin enthalten. Ah, okay. Wir haben als erstes, ich weiß, dass ich habe nicht so oft Pickel, wenn auch nicht so groß, aber ich habe mal hier so in dem Bereich mal einen größeren, der mich so einmal im Monat besucht und ich glaube, diesmal will ich das auch mal ausprobieren. Wir haben hier Pickel-Patches drin enthalten mit Zika, also mit Centella Asiatica drin. Das ist von der Marke VT, das ist eine ganz, ganz tolle Marke, da habe ich auch schon einiges von ausprobiert. Und das, das sind im Prinzip kleine wie Pflaster, die man auf den Pickel klebt, kann man dann mit schlafen und dann, der ist wasserfest sogar, kann man sogar über eine längere Zeit drin lassen. Ich schaue gerade mal, ob ich sehen kann, wie viel da drin sind, oder ich muss doch einmal kurz in die Mail rein, dass ich das sehen kann. Hier steht, glaube ich, 48 Patches. Das wird so ein Bogen sein, der da drin ist. Und dann sind da 48 Stück drin. Genau, 48 Patches haben wir hier.
die werden, genau, Haut wird gereinigt und getrocknet, ne, dann wird das Pflaster von der Folie abgezogen und dann halt auf den betroffenen Bereich aufgetragen. Entfernen Sie das Pflaster nach 8 bis 12 Stunden oder wenn das Pflaster weiß wird, weil es Eiter absorbiert. Genau, ja, ist ein bisschen eklig, ne? Genau. Und ja, dieses Centella asiatica, Zika auch genannt, das ist ja wirklich in der koreanischen Hautpflege fast überall zu finden, ne, dieses sogenannte Tigergras. Und genau, hat so eine heilende Wirkung, eine leicht antibakterielle Wirkung und so weiter. Und genau, so. Dann fangen wir mal an. Ja, was in der koreanischen Hautpflege auch niemals fehlen darf, ist wirklich tatsächlich Sonnenschutz. Also das ist das Schönheitsgeheimnis der Koreanerinnen. Da wird wirklich ganz, ganz großer Wert drauf gelegt. Ich benutze auch jetzt, glaube ich, seit über 2 Jahren wirklich Sommer wie Winter tagtäglich meinen Sonnenschutz und merke auch, dass das meiner Haut wirklich gut tut. Und wir haben hier ein ganz tolles Produkt drin von Isntree. Ich meine, das habe ich auch schon mal getestet oder habe es auf jeden Fall da. Und zwar haben wir hier die Hyaluronic Acid, das Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, auch mit Lichtschutzfaktor 50+. Also man hat fast immer den maximalen Sonnenschutz drin. Und das wird wieder so eine schöne, leichte Formulierung sein. Ein Sun Gel. Wir haben hier wieder Hyaluronsäure als Pflegeinhaltsstoff mit drin. Das ist auch ganz, ganz toll bei den koreanischen Sonnenpflegeprodukten, dass wir immer irgendwie eine tolle Pflege mit drin haben. Ja, nicht nur reinen Sonnenschutz, sondern wie gesagt auch hier die Hyaluronsäure für die ja, für den Feuchtigkeitserhalt der Haut haben wir hier. Genau, haben wir hier, kann ich euch hier noch etwas zu sagen. Ja, es ist halt eine, wie gesagt, über Sonnenschutz muss ich jetzt nicht ganz so viel sagen. 50 Milliliter haben wir hier enthalten. So, was haben wir denn dann? Dann haben wir, richtig cool, von Round Lab, davon habe ich auch schon irgendwas da. Und ja, zwar haben wir hier ein Cleansing Oil enthalten. Richtig cool, das werde ich mir auch mal, wo habe ich es denn? Da auch mal anklicken. Sehr cool. Meistens ist auch auf den Produkten in Englisch was. Genau, das ist halt etwas zum Abschminken. Ich habe schon ein Cleansing Oil, auch von einer koreanischen und von einer anderen Marke. Und das finde ich richtig, richtig toll. Ah ja, das hier ist so ein bisschen wirklich so etwas flüssiger. Die Verpackung sieht auch schon wieder grandios aus, oder? Schaut mal, ich finde das hübsch, wenn das echt so im Badezimmer steht. Wir haben einen Pump-Spender. Das finde ich auch richtig toll. Also ihr gebt, wie gesagt, so ein Reinigungsöl, falls ihr das noch nicht kennt, wirklich auf das, ja, trockene, geschminkte Gesicht, reibt das im Prinzip ein, dadurch brecht ihr das Make-up auf, dann nehmt ihr ein bisschen Wasser an eure Fingerspitzen, macht die halt so ein bisschen nass, damit emulgiert ihr das Ganze auf und nehmt das dann, ich mache es immer mit einem Mikrofasertuch, man kann es auch so mit den Händen mit Wasser abwaschen, aber ich finde, mit einem Mikrofasertuch kriege ich das am besten weg. Und genau, genau so steht es auch drauf, wie man es benutzen soll. Jetzt schaue ich mal eben, was wir denn hier, 200 Milliliter sind enthalten. Wie gesagt, ist für alle Hauttypen geeignet. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich noch was, es steht schön auf Deutsch hier. Ein frisches und leichtes Reinigungsöl, das mit den konzentrierten Mineralien des Uleungdo-Tiefseewassers das Ölfeuchtigkeitsgleichgewicht der Haut pflegt. Natürliches Öl emulgiert, wenn es mit Wasser zusammentrifft und beseitigt Hautabfälle, das ist manchmal aus ein bisschen komisch übersetzt, wundert euch nicht, und überschüssigen Talg, ohne die Haut auszutrocknen. Das kraftvolle Öl reinigt schnell dicke Make-ups und schützt die stimulierte Haut mit natürlichen beruhigenden Ölen. Cool. Also das verspricht ja schon, dass es wirklich dann gut einiges runterholt, mit auch wieder mit Pflegeinhaltsstoffen angereichert. Freue ich mich auch, dass ich da ein tolles Abschminkprodukt habe. So, dann habe ich ein Mist von einer meiner Lieblingsmarken, Haru Haru Wonder. Habt ihr hier schon ein paar Mal gesehen. Und zwar haben wir hier Black Bamboo Mist. Also sprich ein Spray haben wir hier. Ich zeige euch das mal. Von diesem Black Bamboo, also schwarzer Bambus, habe ich noch nicht. Oh, das sieht auch
toll aus. Ne? Ich habe ja von der Black Rice Serie einiges. Das ist jetzt hier die Black Bamboo. 80 Milliliter. Ich nehme mal an, das ist ein Pflegespray. Genau, ein Toner-Spray ist es im Prinzip, beruhigt die Haut, ist halt für die Hydration und so weiter, für alle Hauttypen geeignet, benutzt ihr im Prinzip nach der Reinigung. Ein feiner Sprühnebel, der erschöpfter Haut ultraleichte Feuchtigkeit und Energie zuführt. Perfekt für alle Hauttypen, insbesondere für Menschen mit dehydrierter und leicht gereizter Haut. Ist wahrscheinlich auch perfekt, wirklich, auch wenn man wenn man in der Sonne war, ne, abends dann auch zu benutzen, die eine sofortige Dosis heilender Feuchtigkeit, ja, wünschen, ist ein bisschen blöd übersetzt wieder, bietet tiefe Nahrung und kühlende Feuchtigkeit für erschöpfte Haut, wie gesagt, auch wieder richtig toll für nach Sonne oder so weiter, mega, freue ich mich sehr drauf. Dann haben wir noch zwei Produkte, wir haben noch einen Toner, was dann aber allerdings eher etwas für abends ist, würde ich sagen, weil es mit AHA, BHA, PHA ist. Ein Miracle Toner von Some By Me. Da habe ich auch schon einiges von. Da haben wir 150 Milliliter enthalten. Den schaue ich mir auch gerade nochmal an. Das Ganze sieht so aus. Ne? Schaue ich mal noch, was sie dazu schreiben. 30 Days Miracle Toner. Es steht zwar immer Anwendung Tag und Nacht, aber ich sage mal so mit, das hat ja dann so eine mit AHA, PHA, BHA, das ist ja so halt eine chemisch spielende Wirkung im Prinzip. Ich würde das am Abend verwenden. Ne? Oder wenn ihr es morgens verwendet, halt erst recht mit richtig Sonnenschutz, weil das die Haut natürlich ein bisschen angreifbarer macht durch diesen Peeling-Effekt. Ein Toner ist hervorragend geeignet, um die Haut zu beruhigen und Unreinheiten zu entfernen. Enthält AHA, BHA, PHA, die abgestorbene Hautzellen und Talg entfernen und gleichzeitig vor Feuchtigkeitsverlust schützen. Das Produkt ist dank Teebaumölextrakt, der Talg ausgleicht und kontrolliert, sauerstoffarm. Okay, gut. Also ich denke mal, perfekt für ja zu Unreinheiten neigende Haut, für etwas öligere Haut und so weiter geeignet. Aber wie gesagt, auch Menschen mit trockener Haut können das natürlich verwenden. Benutze ich ja auch. Oder halt mit Mischhaut. Ne? Ich habe ja immer so eine leichte Mischhaut, würde ich eher sagen. Niacinamide sind mit drin. Wie gesagt, Teebaumölextrakt. Und genau, ich würde es eher abends verwenden. Ne? So, und dann die letzte. Da haben wir noch eine richtig gute 100 Milliliter Creme drin von Toradin. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Marke. Und zwar haben wir hier die Low Molecular Hyaluronic Acid Soothing Cream. Also wie gesagt, 100 Milliliter sind hier enthalten. Das ist ein Riesenbottich. Ich mache das mal auf, um es euch zu zeigen. Ihr habt hier schön auch einen Spatel mit dabei, dass ihr das Ganze schön hygienisch entnehmen könnt. Schaut euch mal diese tolle Creme an, die ist so leicht, die ist so hellblau. Das schreit schon richtig Feuchtigkeit, ne, wenn man das so sieht. Ich schaue nochmal gerade, was sie dazu schreiben. Ich könnte im Prinzip nicht mal morgens und abends verwenden. Eine Creme, die hilft, Feuchtigkeit zu erhalten und Feuchtigkeit ja zu kühlen. Es ist wieder toll übersetztes Deutsch. Wie Wassertröpfchen platzen, indem sie das Waterball-Holding-System auftragen, bietet intensive Feuchtigkeitswirkung und Feuchtigkeitsaufladung der Haut mit niedermolekularer 5D-Komplex-Hyaluronsäure. Enthält patentierte feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe mit 6 Pflanzenextrakten. Blue Complex ist ein patentierter Inhaltsstoff, der nicht nur Feuchtigkeit spendet, sondern mit 6 Kräuterextrakten aus Borage, Kornblume, Lavendel, Kamille, Muskatella, Salbei und Hyazinthe auch zur Beruhigung der Haut beiträgt. Feuchtigkeitsgefüllte Gelcreme-Formulierung. Klingt fantastisch, freue ich mich schon mega drauf, das auszuprobieren. Klingt halt auch so ein bisschen leichter, ne? So ideal wirklich so für den Sommer oder für abends oder ne, wenn man nachts jetzt bei der Wärme nicht so was Schweres vielleicht tragen möchte oder so, ideal. Mega, also diese Warner Box hat wieder richtig, richtig
coole Produkte drin enthalten. Also wir haben bis auf, sag ich mal, eine Augencreme und ja, ein Serum ist diesmal nicht enthalten, aber wir haben was Tolles zur Reinigung. Wir haben zwei verschiedene Toner enthalten. Wir haben eine Pickle-Patches enthalten. Wir haben Sonnenschutz enthalten und wir haben eine fantastische Tagespflege halt in einer wirklich richtig, richtig tollen Größe mit 100 Millilitern. Da kommt man auf jeden Fall auch, möchte ich mal behaupten, fast ein halbes Jahr mit aus, ne? Und ja, ich bin wieder mega begeistert. Also die Box ist in der Infobox verlinkt, sichert sie euch auf jeden Fall. Besonders wenn ihr ja bereits schon Fans der koreanischen Hautpflege seid oder das Ganze mal kennenlernen wollt. Also wir haben wirklich wieder ganz, ganz tolle Marken drin enthalten. Nutzt meinen Rabattcode, damit ihr noch extra was obendrauf spart, auch für andere Produkte im Infoshop. Im Online-Shop, ja. Wie gesagt, in der Infobox sind alle Links drin und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert auch gerne meinen Kanal und ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!